Are you ready for a war? Mel Gibson ist ein brillanter Hollywood-Schauspieler, Drehbuchautor, Regisseur und Produzent. Er ist ein blauäugiger Frauenheld, ein Genie, Gewinner von 2 Oscars und des Golden Globes als bester Regisseur, Vater vieler Kinder, Philanthrop und Millionär. Aber Herr Gibson ist auch ein Rowdy und natürlich auch ein Randalierer und war außerdem der Lieblingsschauspieler des verstorbenen nordkoreanischen Führers Kim Jong-un. Mick Show präsentiert. Wie Mel Gibson lebt und was aus ihm wurde. Malcolm Killet Gerard Gibson wurde am 3. Januar 1956 in einem Vorort von New York als 6. Kind einer irisch-katholischen Familie geboren. Seinen Namen erhielt der Junge zu Ehren der heiligen Mel und Colum Kill, der als einer der 12 Apostel Irlands verehrt wird. Die Eltern Anne Patricia und Hutton Gibson, gewöhnliche, tiefreligiöse Menschen, sahen den Sinn des Lebens in Kindern. Und so wurde die Familie sehr groß. Sie hatten insgesamt 11 Kinder. Mels große Zukunft war wahrscheinlich genetisch angelegt, denn seine Großmutter väterlicherseits glänzte in der australischen Oper und sein Großvater besaß ein profitables Tabakgeschäft in Südamerikas und galt als Millionär. Die zweite Komponente in der Erfolgsformel war die grenzenlose Liebe und Fürsorge der Eltern, die alles für ihre Sprösslinge taten. Dennoch konnte die Familie nicht als wohlhabend bezeichnet werden. Sein Vater arbeitet als Schaffner bei der New York Central Railroad, wo er schließlich bei der Arbeit verletzt wurde. Dank seines hohen IQs und seines eisernen Willens erwirkte Hutton vor Gericht eine beträchtliche Entschädigung von $145.000 von seinem ehemaligen Arbeitgeber. Wegen seines Verstandes konnte er bei einem internationalen Fernsehspiel $21.000 gewinnen, was ihm sehr gelegen kam, als sich in Horizont der USA ein großer militärischer Konflikt in Vietnam abzeichnete. Das Familienoberhaupt wollte das Leben seiner Kinder nicht riskieren, die in Zukunft zum Dienst in einem Kriegsgebiet einbezogen werden konnten, und beschloss, nach Australien zu ziehen. Mel ging fleißig zur Schule, erhielt eine geistige Ausbildung und träumte von einem Beruf als Journalist. Aber für die Wahl seiner Zukunft sollte der junge Mann seiner Schwester dankbar sein. Sie wusste seines Bruders Kunstfertigkeiten und Leidenschaft für Streiche und bewarb ihn in seinem Namen beim Sydney National Institute of Dramatic Arts. Gibson selbst wollte das nicht sehr. Am Vorabend des Vorsprechens hat er stark getrunken und gekämpft und am Morgen sah er wirklich schlecht aus. Überraschenderweise wurde er akzeptiert und er begann zu studieren. Er wohnte in Sydney mit Freunden, unter denen war der zukünftige Oscar-Preisträger Jeffrey Rush. Noch während seines Studiums spielte Mel in seinem ersten Film, Summer City, für den er nur $400 erhielt. Unmittelbar nach seinem Abschluss erhielt er Angebote für Filmrollen und eine Einladung an das staatliche Theaterensemble. Die ersten Schritte brachten Erfolg. Fast zeitgleich kam der von der Kritik positiv bewertete Film Tim und die von George Miller inszenierte Kult-Anti-Utopie Mad Max. It'll take you 10 minutes to hack through it with this. Now, if you're lucky, you can hack through your ankle in 5 minutes. Go. Die atmosphärische Road-Movie brachte den angehenden Schauspieler Ruhm und eine Gage von 15.000 australische Dollar und wurde schließlich der erfolgreichste australische Film, der weltweit über $100 Millionen einspielte. Der Junge erwartete die Hauptrolle zunächst nicht, weil er nach einem weiteren Kampf zum Casting kam. Sein Gesicht war von Schürfwunden und blauen Flecken geschwollen, sodass er gebeten wurde, nach ein paar Wochen für die Rolle eines anderen Freaks vorzusprechen. Als Mel, nachdem er sich in Ordnung gebracht hatte, zum Casting zurückkehrte, wurde ihm sofort angeboten, für die Rolle des Max vorzusprechen. Niemand erkannte in dem imposanten, gut aussehenden Mann den gestrigen Säufer. Das Schicksal machte Mel ein Geschenk nach dem anderen. Dieses Mal erwartete ihn der Erfolg in seinem Privatleben. Er traf die charmante Zahnarzthelferin Robin Moore. Und das Paar lernte sich in Adeline kennen, wo der Schauspieler mit dem Theater auf Tour war. Aber es gibt auch eine andere Version, nach der die Bekanntschaft mit Hilfe einer Heiratsagentur zustande kam. Vielleicht wandte Gibson sich an professionelle Heiratsvermittler, weil er in seiner Jugend an einem Minderwertigkeitskomplex litt. Er hatte zahlreiche flüchtige Romane, kämpfte, trank und nahm an unangenehmen Geschichten teil. Nach einer dieser Schlägereien stand Mel vor der Schwelle des Todes, was zu einer ernsthaften Neuorientierung seines Lebens führte. 1980 schlossen Mel und Robin ihre Ehe. Die Ehe war wirklich stark, fast 30 Jahre lang.
und sie brachte der Welt 7 Kinder, 5 Söhne und 2 Töchter. Nachdem er in seiner Frau einen zuverlässigen Rückhalt gefunden hatte, eroberte Gibson weiter die Leinwand. 1981 spielte er erneut in die Hauptrolle in Millers Mad Max 2. 2 days ago I saw a vehicle that had hauled that tanker. You want to get out of here? You talk to me. Der Film kam bei dem Publikum gut an und wurde von den Kritikern als einer der besten Filme des Jahres gelobt. Mel selbst spielte bei den Dreharbeiten $120.000 ein. Zur gleichen Zeit kamen andere erfolgreiche Bilder auf die Leinwand. Militärdrama Gallipoli über die Nöte des Ersten Weltkriegs, für die Gibson 35.000 australische Dollar erhielt. Ein Actionfilm über den Zweiten Weltkrieg, Attack Force Z, die dem Schauspieler 1.000 australische Dollar einbrachte. Und das Melodrama The Year of Living Dangerously, in dem Gibsons Partnerin Sigourney River war. In den nächsten Jahren kam Gibson nach Hollywood und spielte in einer Reihe von erstklassigen Filmen mit. Im Jahr 1984 kam das Abenteuerdrama The Bounty, dann erschien der Schauspieler in dem Drama The River, das mit mehreren Oscar-Nominierungen ausgezeichnet wurde, und im Melodramen Mrs. Soffle. Die Berühmtheit des Schauspielers beschloss die japanische Brauerei Asahi auszunutzen und schloss mit Mel einen Vertrag über $1 Million ab, demzufolge der Schauspieler regelmäßig mit einer Dose Bier in der Öffentlichkeit erscheinen musste. Gibson erfüllte seine Verpflichtungen sehr verantwortungsvoll, trank am Tag 7 bis 8 Dosen hintereinander und lehnte auf die Vorschläge, das Getränk durch Tee oder Wasser zu ersetzen, stets ab. Vielleicht spielte das Gibson einen grausamen Streich, denn etwa zur gleichen Zeit wurde ihm für 3 Monate der Führerschein entzogen und wurde zu einer Geldstrafe von $400 verurteilt. 1985 kam der dritte Teil von Mad Max, in dem Gibson zum letzten Mal die Hauptrolle spielte. Mad Max Beyond Thunderdome wurde spektakulär und dynamisch und Mels Gage betrug bereits 1,2 Millionen australische Dollar. One hour. If you find him, what then? I'll ask him to return what's mine. Oh, of course, he'll be desperate to clear his conscience. He will be. You that good? Mel etablierte seine Position in Hollywood endgültig, indem er 1987 die Hauptrolle in dem mega populären Actionfilm Lethal Weapon spielte. 100.000! 100.000 dollars! Did you hear what he said? 100.000? I'm sorry, I can't afford that, not on my salary. Dieser Film brachte den Machern eine ganze Reihe von Auszeichnungen ein. Darunter den Oscar für den besten Soundtrack. Martin Riggs, dessen Bild Mel geschickt schuf, gehörte laut der Zeitschrift Empire zu den besten Filmfiguren. Für den Film, der auf DVD zu sehen war, wurde ein alternativer Anfang, den Protagonisten in einem weniger freundlichen Licht zeigt, und ein anderes Ende gedreht. Der Erfolg des ersten Teils veranlasste die Macher, auch die Fortsetzung zu drehen, und in der Zwischenzeit spielte Gibson in dem Krimi To Kill a Sunrise mit. Schon während der Dreharbeiten zu Lethal Weapon 2 im 1983 wurde klar, dass so eine schillernde Figur zu töten wirtschaftlich unrentabel war, und das ursprüngliche Drehbuch wurde verändert. Und insgesamt gibt es 4 Filme in diesem Franchise. Riggs, one more thing. What? You know what that says? Yeah, yeah. Same thing as that, but I don't give a... Wegen der Dreharbeiten in der Fortsetzung musste Mel die Rolle in dem Film Batman aufgeben. Allerdings war sein Spiel im ersten Teil so großartig und schenkte Gibson die Erfüllung seines Traums, und zwar die Rolle von Hamlet in der Verfilmung von Shakespeares Tragödie zu spielen. Die Szene von Riggs Selbstmordversuch erschütterte den Regisseur Franco Zeffirelli so sehr, dass er nur Mel in der Hauptrolle sah. Den Klassiker wollte keine große Firmengesellschaft finanzieren, also musste Gibson seine eigene organisieren, damit die Dreharbeiten trotzdem stattfinden. So entstand die Icon Production, unter deren Schirmherrschaft mehr als 20 Filme veröffentlicht wurden. Als Lobby für seine Firma nahm Mel Gibson ein Fragment der Ikone der Großmutter von Vladimir. Die frühen 90er Jahren brachten Gibson eine Menge Arbeit. Auf die Leinwand kamen Filme Bird on the Wire, Forever Young und militärische Actionfilm Air America. Für seine Arbeit erhielt er $7 Millionen. Im Jahr 1992 warteten die Fans eine Fortsetzung des Actionfilms über Martin Riggs. Der dritte Teil von Lethal Weapon war ein riesiger Kassenerfolg und brachte Gibson $10 Millionen ein. Es folgte die Western-Komödie Maverick, für die Mel Gibson eine noch höhere Gage von $50 Millionen erhielt. I might have said a gutless cheat, but never, cheat. Never a coward. Cheat! Never call a man a coward. I was teasing. Teasing? Teasing. Oh. I don't like being teased. Außerdem versuchte sich der ehrgeizige Australier als Regisseur und drehte seinen ersten Film, in dem er auch die Hauptrolle spielte. Das Bild The Man Without a Face brachte entgegen den Hoffnungen keinen Erfolg,
was man von der nächsten Kreation von Herr Gibson nicht behaupten kann. Ein Drama über den Kampf um die schottische Unabhängigkeit Braveheart. You tell your king that William Wallace will not be ruled, and nor will any Scot while I live. Der Beweis für die Anerkennung sind 10 Nominierungen für Oscar, 5 gewonnene, darunter Mel Gibson in der Kategorie Beste Regie. Darüber hinaus gewann er als bester Regisseur auch einen Golden Globe. Die Entstehungsgeschichte des Films ist mit vielen interessanten Fakten verbunden. So ist die Figur von Mel Gibson der Geschichte zufolge erst 20 Jahre alt, während der Schauspieler selbst zu diesem Zeitpunkt 38 Jahre alt war. Ursprünglich war der Film viel grausamer, aber um die Altersgrenze zu senken, mussten viele umstrittene Szenen herausgeschnitten werden. Tierschützer hatten auch Fragen zu dem Film, die nicht glauben wollten, dass am Set kein einziges Pferd verletzt wurde. Gibson gelang es, sich aus dem Skandal herauszuzwingen, indem er nachwies, dass einige Pferde am Set mechanisch waren. Und im Jahr 2000 wurde das Schwert, das Gibson am Set benutzte, für $170.000 verkauft. 1995 versuchte sich Mel in Animationsgenre, indem er als Synchronsprecher von 2 Projekten, Casper und Pocahontas, teilnahm. Unmittelbar danach folgten 2 Thriller, für die Gibson $20 Millionen erhielt, Ransom und Conspiracy Theory. 1998 kommt Lethal Weapon 4 und Mel durchbricht erneut seine eigene Höchstgage und erhält für die Rolle $25 Millionen. Außerdem unterschrieb er einen lukrativen Werbevertrag mit der japanischen Firma Subaru und spielte die Hauptrolle in dem Werbespot, in dem eine rechtsgelenkte Limousine Legacy über die Straße von Stockholm und New York fährt. Mel selbst hat sich für ein anderes Modell entschieden und besitzt einen bescheidenen Toyota Cressida Limousine. Eine Jahrhundertwende sahen die Zuschauer Mel in dem Actionfilm Payback und im Krimi The Million Dollar Hotel. Und man konnte auch seine Stimme im Chicken Run hören. In Erinnerung geblieben ist den Zuschauern auch das historische Drama The Patriot, für das Gibson eine Gage von $25 Millionen erhielt. I understood you to be a patriot. If you mean by patriot, am I angry about taxation without representation? Well, yes I am. Bemerkenswert ist, dass auf Wunsch von Mel eine wesentliche Änderung am Drehbuch vorgenommen wurde. Zu den 6 in der Rolle vorgeschriebenen Kindern kam noch ein Kind, weil er selbst 7 Kinder hatte. Einen besonderen Platz in Mels Karriere nimmt natürlich der Film What Women Want. Have you ever considered dating a woman who wears real underwear? You know, the kind that covers the entire bottom the way it's supposed to. No, but if I ever do, should I give you a call? Als Fan praktischer Scherze und verschiedener Streiche spielt er brillant einen charmanten Liebhaber, der nach einem Strohschlag die Fähigkeit erhält, die Gedanken von Frauen zu hören. Die Komödie war ein durchschlagender Erfolg und spielte weltweit $374 Millionen in den Kinokassen ein, was ihr den 4. Platz in der Rangliste der erfolgreichsten Filme des Jahres 2000 einbrachte. Zur gleichen Zeit glänzte Mel Gibson an einem groß angelegten Pharmakrieg, der von den Behörden des US-Gesundheitsministeriums entfesselt wurde. Die versuchte, die Verwendung von Vitaminen für Amerikanern einzuschränken. Als Protest spielte Gibson die Hauptrolle in einem Video, in dem sein Haus von SWAT-Team gestürmt wird. Der Schauspieler, der in einem Hausmantel ein Glas mit Vitamin C hat, erklärt den Einsatzkräften, es sind ja nur Vitamine. In den 2000er Jahren drehte Gibson nicht mehr so aktiv wie im letzten Jahrzehnt. Mit seiner Beteiligung kamen die Filme Signs und We Were Soldiers, die ihm insgesamt $50 Millionen einbrachten. Das Detektivmusical The Singing Detective und die Serie Complete Savages. Mel verwendete immer mehr Energie und Ressourcen für seine eigenen Projekte auf, bei denen er auf dem Regiestuhl sitzt. Ein echtes Ereignis in der Welt des Kinos war sein Film The Passion of the Christ, der 2004 in die Kinos kam. Der Film schockierte die Öffentlichkeit, da er die letzten 12 Stunden des Lebens von Jesus Christus erzählt. Da werden alle Dialoge im rekonstruierten Aramäisch, Hebräisch und Latein geführt. Gibson selbst verkündete nach der Veröffentlichung, dass der Autor der Heilige Geist ist und er nur ein Leiter ist, und er spendete sogar $100 Millionen an die katholische Kirche. Die Dreharbeiten waren extrem schwierig. Der Darsteller der Hauptrolle wurde ständig von Verletzungen heimgesucht, unter anderem wurde er vom Blitz getroffen. Um die Sicherheit zu erhöhen, wurde beschlossen, auf Computergrafik zu verzichten und die gesamte Arbeit den Maskenbildern anzuvertrauen, was 10 Stunden Anspruch nahm. Darüber hinaus erhielt der Schauspieler, der Jesus spielte, mehrmals versehentlich echte Peitschenschläge und trug keine Requisite, sondern ein echtes Kreuz mit einem Gewicht von 70 Kilo. Dank dieser selbstlosen und akribischen Vorgehensweise wurde der Film zu einem grandiosen Werk. Die gesamte Öffentlichkeit war schockt, einschließlich des Papst Johannes Paul II., der das Werk lobte. Und Gibsons Tochter Hannah war so beeindruckt, dass sie den Wunsch äußerte, Nonne zu werden. Es überrascht nicht, dass der Film an den Kinokassen phänomenale Einspielereignisse erzielte, und zwar $609 Millionen. Was ihm immer noch einen Platz unter den 10 umsatzstärksten Filme in der Kategorie 70+ sichert. Nach den Dreharbeiten beschloss Mel, für $50 Millionen eine 22 Quadratkilometer große tropische Insel mit dem Namen Mango zu kaufen.
Er erklärte, dass er die Insel in ihren ursprünglichen Zustand für Erholungszwecke erhalten wolle und erhielt seine Worte. Auf den Satellitenbildern sind nur eine unbefestigte Landebahn, Mel Gibsons Anwesen im Norden der Insel und die Häuser der Anwohner zu sehen, deren der Schauspieler Gehalt zahlt. Das nächste große Projekt für die Filmgesellschaft Icon war der mystische Film Apocalypto, der auf dem historischen Epos und den Legenden von Maya-Stamms basiert. Gibson fungierte als Produzent, Regisseur und Drehbuchautor. Wie bei seinem ersten Film bemühte sich Mel Gibson um Echtheit und verzichtete auf den Einsatz von Computergrafiken. Der Film wurde hauptsächlich in der mexikanischen Stadt Veracruz gedreht und die Stufenpyramiden sind nachgebaute Modelle der echten Pyramiden. In den Filmen erscheinen die Maya als äußerst grausame Menschen, was von vielen Historikern negativ aufgenommen wurde. Und Vertreter einer der ethnischen Gemeinschaften reichten eine Beschwerde bei der Menschenrechtskommission des Staates Yucatan ein. Zur gleichen Zeit kam es zu einem lauten Skandal, als Mel erneut wegen Krankheit am Steuer verhaftet wurde. Diesmal verhielt er sich wirklich komisch und rief antisemitische Parolen. Dieser Skandal hätte Gibson fast einen Ruf gekostet. Aber er kam noch einmal davon, indem er sich öffentlich entschuldigte und sich auf eine Art Blackout berief, der ihm manchmal überkommt. Nach diesem Vorfall trat Gibson 10 Jahre lang in den Hintergrund und drehte keine Filme mehr. Mel träumte von Abgeschiedenheit und kaufte 2007 ein 162 Hektar großes Anwesen an der Küste von Costa Rica. Diese malerische Gegend war ihm schon lange aufgefallen, als er nach einem Drehort für seinen Film Apokalypse suchte. Und er scheute keine Kosten und gab 26 Millionen Dollar dafür aus. Die Ranch ist von einem Regenwald umgeben und hat charmanten Innenhof. Das Haus verfügt über mehrere Schlafzimmer im klassischen Kolonialstil, Esszimmer mit überwiegendem Holzinterieur und einem Swimmingpool auf dem Grundstück. Er wollte das Haus für 35 Millionen Dollar verkaufen. Schließlich ist Herr Gibson nicht nur ein guter Schauspieler, sondern auch ein guter Geschäftsmann, der viel von Handel versteht. Im Jahr 2007 verkaufte er sein anderes Anwesen in Connecticut für 40 Millionen Dollar, das er 1994 für 9 Millionen Dollar gekauft hatte. Dieses beinahe Schloss mit 15 Schlafzimmern umgibt einen atemberaubend schönen Garten. Und die Innenausstattung des Wohnzimmers mit Kamin, einer Bibliothek und einem Esszimmer ist auffallend reich und charmant altmodisch. Eine Kreativitätspause und der Kauf einer Immobilie lassen sich jedoch mit einer sehr schweren Situation im Privatleben des Schauspielers erklären. Im Frühjahr 2009 sickerten Gerüchte durch, dass Mels starke Familie zusammenbricht. Angeblich haben die Eheleute seit 3 Jahren nicht mehr zusammengelebt. Bald kam Gibson zur Premiere des Films X-Men Wolverine mit der Pianistin und Sängerin russischer Herkunft, Oksana Grigorieva. Sie lernte Gibson während der Dreharbeiten zu einem der Filme kennen und schon bald wurde der charmante Schauspieler der Produzent ihres Musikalbums. Es gibt die Version, dass die Bekanntschaft nicht zufällig zustande kam, sondern dank eines in bestimmten Kreises bekannten Kupplers, Peter Listerman, aber dafür gibt es keine Bestätigung. Nach der gemeinsamen Veröffentlichung und der Nachricht, dass Oksana im 4. Monat schwanger ist, reichte Robin die Scheidung ein und verklagte ihren Mann auf die Hälfte seines Vermögens, auf 850 Millionen Dollar. Darüber hinaus ist Mel bis zu seinem Lebensende verpflichtet, die Hälfte seiner Einnahmen an seine Ex-Frau abzuführen und wenig später hinterließ die 2 Villen in Malibu in Gesamthöhe von 22,5 Millionen Dollar. Generell ist die Höhe der Abfindung der Scheidung von Gibson eine der größten in der Geschichte von Hollywood. Im Oktober 2009 brachte Oksana eine Tochter zur Welt, die für den Schauspieler das 8. Kind wurde. Die Familie zog zusammen mit dem Neugeborenen Anna Lucia in eine 11,5 Millionen teure Villa in Malibu, die Mel von seinem Freund David Duchovny gekauft hatte. Doch das Familienleben funktionierte nicht und nach 6 Monaten trennte sich das Paar und einige Monate später erzählte Grigorieva der Polizei, dass sie von Gibson körperlich misshandelt wurde. Gegen Mel wurde ein Strafverfahren eingeleitet, das für ihn mit einer Bewährungsstrafe von 3 Jahren, einer Geldstrafe von 400 Dollar und einem Annäherungsverbot für die gesamte Tochter endete. Das Gericht ordnete außerdem an, dass er seiner Lebensgefährten eine Entschädigung in Höhe von 750.000 Dollar und monatlich 40.000 Dollar zu zahlen hatte und das bis das Kind 18 Jahre alt wird. Oksana erhielt außerdem ein Haus in Sherman Oaks, das Gibson 2009 für 2,4 Millionen Dollar gekauft hatte. Das Gericht legte Mel auch die Kosten für den Unterhalt des Hauses auf, doch das war der Frau nicht genug. Und sie veröffentlichte im Netz Auszeichnungen eines Telefongesprächs mit Mel, in dem er sich rassistische Ausbrüche erlaubt. Dies kostete dem Schauspieler fast seine Karriere und seinen guten Ruf. Viele Leute wandten sich von ihm, aber nicht Jodie Foster, Robert Downey Jr., Robert Rodriguez und Sylvester Stallone. Sie halfen dem Schauspieler und dank Rodriguez und Stallone trat er später in den Filmen Machete Kills, in dem er zum ersten Mal einen Bösewicht spielte, und Expendable 3. Du denkst, ich bin joking. I'm not joking. You should see me when I'm angry. You'd be very impressed. Then very dead. Infolge des großen Skandals verzögerte sich die Arbeit an dem Actionfilm Get the Gringo und das störte die Premiere der exzentrischen Tragikomödie The Beaver,
die im Dezember 2010 in Erwartung einer Oscar-Nominierung Premiere haben sollte, aber erst im Mai 2011 veröffentlicht wurde. Die Premiere war kein Erfolg. Der Film scheiterte an den Kinokassen. Zu allem Überfluss geriet der Schauspieler 2010 auch noch in einen Autounfall, bei dem er in seinem Maserati in einen Felsen auf einer Straße in Malibu prallte. Glücklicherweise wurde Gibbs nicht verletzt, aber sein Auto musste abgeschleppt werden. Dann beschloss der Schauspieler, auf ein demokratisches Elektroauto Smart umzusteigen, das er seit vielen Jahren fährt. Mel versuchte, sich in einer neuen Romanze zu vergessen. Und 2012 wurde seine Beziehung mit der Sportlerin Ashton Kutcher bekannt, aber die Verbindung ging schnell in Brüche. Die nächste Etappe in Mels Leben kam dann als Neustart bezeichnet werden. Völlige Stille sowohl in seinem Privat- als auch in seinem Berufsleben. Erst 2016 wartete Gibson auf ein Tauwetter. Der Actionfilm Bloodfather kam in die Kinos. Mel veröffentlichte den Film Hacksaw Ridge, der ihm eine Oscar-Nominierung in der Kategorie Beste Regie einbrachte. Und es wurde bekannt, dass seine neue Freundin Rosalind Ross ihm ein neuntes Kind schenken wird. Am 20. Januar 2017 brachte das Paar einen kleinen Jungen zur Welt, den sie Lars Girard nannten. Damit liegt Mel in der Rangliste der zahlreichsten Väter nach Charlie Chaplin, der 11 Kinder hatte, an zweiter Stelle. Aber etwas deutet darauf hin, dass Gibson noch um den ersten Platz kämpfen wird. In den letzten Jahren hat Gibson als Schauspieler in Filmen wie Dragged Across Concrete, Boss Level, Force of Nature, Dangerous und Daddy's Home 2 mitgewirkt. Why does a duck have feathers? Why? To cover up his butt quack. Hey, kids, I got a good one for you. Two dead hookers wash up hey, on the shore. Hey, 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 whoa, shut up. Am bemerkenswertesten ist das 2018 erschienene Drama The Professor and the Madman, an dem ganze 17 Jahre lang gearbeitet wurde. Dabei wurden die Dreharbeiten von Skandalen und Rechtsstreitigkeit begleitet. So verhängte die Filmgesellschaft Voltage Pictures, die den Film produzierte, ein Drehverbot für das britische Oxford. Als Gründe wurden Budgetüberschreitungen und Zeitmangel für die Dreharbeiten genannt, die daraufhin nach Irland verlegt wurden. Wütender Gibson konnte eine solche Verhöhnung seines Films nicht verzeihen und versuchte, den Film gerichtlich zu verbieten. Aber es gelang ihm nicht und er beteiligte sich nicht an der Werbekampagne. Im Jahr 2020 fand die Premiere der Actionkomödie Fat Man statt, in der der Schauspieler die Hauptrolle spielte. Remember when my bacon went through the vegan sugar-free phase? Oh, yeah. I was lucky to survive it. Must have lost 12 pounds. Im Jahr 2021 trat Gibson in den Actionfilmen Agent Game, Dangerous und Last Looks auf. Und im folgenden Jahr konnten die Zuschauer den Schauspieler in den Filmen Fantasy, On the Line, Hot Sea, Panama und Bandit sehen. Nach allen Gerichtsverfahren und Alimenten beläuft sich das Vermögen von Mel Gibson auf 425 Millionen Dollar. Und nach Berechnung einiger offenen Quellen erhielt Mel nur für den Film The Passion of the Christ eine Rekordsumme von 450 Millionen Dollar, nachdem er 30 Millionen Dollar seiner persönlichen Ersparnisse investiert hatte. Nach den neuesten Daten sitzt Mel nicht untätig. Er wurde Regisseur von Lethal Weapon 5. Es ist auch bald geplant, eine Miniserie The Continental, wo er die Hauptrolle spielen wird, zu veröffentlichen. Und die wichtigste Intrige des nächsten Jahres wird die mögliche Veröffentlichung des zweiten Teils des epochalen Films über das Leben, den Tod und die Auferstehung von Jesus Christus. The Passion of the Christ Resurrection, wo Gibson als Regisseur, Drehbuchautor und Produzent fungiert wird. Wir haben versucht, ihn dem brillanten Schauspieler, talentierten Regisseur und außergewöhnlichen Menschen Mel Gibson so nah wie möglich zu zeigen. Glauben Sie, dass er es schaffen wird, die Welt mit neuen Meisterwerken wie Braveheart und The Passion of the Christ zu überraschen? Shakira. Wie lebt die kolumbianische Popdiva und wofür gibt sie ihre Millionen aus? Shakira Isabel Mebarak Ripoll wurde am 2. Februar 1977 in einer wohlhabenden Familie in Barranquilla, Kolumbien, geboren. Der Vater der zukünftigen Popdiva William ist Libanese, ihre Mutter Nidia hat spanische und italienische Wurzeln. Sie ist in der Familie das einzige gemeinsame Kind, hat aber auch Halbgeschwister aus früheren Ehen des Vaters. Shakira war ein sehr begabtes Kind. Mit 1,5 Jahren kannte sie bereits das Alphabet, mit 3 Jahren konnte sie lesen und schreiben und mit 4 Jahren war sie vollständig schulreif. Ihre Eltern waren stolz auf ihre Leistungen und beschlossen, ihre einzigartigen Fähigkeiten Fachleuten vorzustellen. Diese meinten, dass sie ein Wunderkind sei, was sich auch später auch herausstellte. Shakiras IQ liegt derzeit bei 140, was ihre Genialität zeigt und ein weltweiter Rekord unter Popstars ist. Sie spricht außerdem 6 Fremdsprachen. Shakiras Vater war Inhaber eines Juweliergeschäfts und schrieb nebenbei in seiner Freizeit Geschichten. Sein Talent hat Shakira geerbt. Mit 4 Jahren schrieb sie ihr erstes Gedicht und mit 7 Jahren bat sie ihren Vater, ihr eine Schreibmaschine zu kaufen. Viele ihrer Werke lagen später den bekannten Songs zugrunde.
Sie hatte auch eine Leidenschaft für Malerei. Ihre Eltern sagten ihr eine große Zukunft als Schriftstellerin oder Künstlerin voraus, aber sie lagen falsch. Eines Tages war die vierjährige Shakira mit ihrem Vater in einem ethnischen Restaurant, wo ein Bauchtanz zu orientalischen Motiven ausgeführt wurde. Sie war so beeindruckt, dass sie auf den Tisch kletterte und begann, die Bewegungen zu wiederholen, was für lauten Beifall unter den Gästen sorgte. Diese Aufmerksamkeit gefiel ihr sehr und sie beschloss, in Zukunft Künstlerin zu werden. Shakira besuchte eine katholische Schule und beteiligte sich bereits in der Grundschule aktiv an künstlerischen Aktivitäten. Sie trat dem Schulchor bei, besuchte ihn aber nicht lange, da der Chorleiter meinte, dass ihr Gesang wie eine blöckende Ziege klingt. Zum Glück gab Shakira nicht auf und lernte Gesang und Tanz weiter. Sie gab ihr Bestes und hatte wirklich Erfolg. Im Alter von 8 Jahren schrieb das Mädchen ihren ersten Song »Your Dark Glasses« und widmete ihn ihrem Vater, der jahrelang eine dunkle Brille trug, um seine Trauer über den Tod seines ältesten Sohnes zu verbergen. William ist ein wunderbarer Vater, der bei der Erziehung seiner Kinder weder Geld noch Zeit scheute. Damit Shakira jedoch lernte, das zu schätzen, was sie hatte, nahm der Vater sie einmal in einen örtlichen Park mit, um ihr zu zeigen, wie Waisenkinder dort leben. Was Shakira da sah, blieb in ihrem Gedächtnis und sie beschloss, Notleidenden zu helfen, wenn sie berühmt wird. Und Shakira hat ihr Wort gehalten, aber dazu kommen wir noch ein bisschen später. Im Alter von 10 Jahren gewann Shakira den Talentwettbewerb Children of the Atlantic, worauf sie zu verschiedenen Veranstaltungen in der Heimatstadt eingeladen wurde, wo sie ihre erste öffentliche Anerkennung erhielt. Bei einem Wettbewerb wurde ihr Talent von der Theaterproduzentin Monica Ariza entdeckt und sie beschloss, das junge Talent zu fördern. Monika organisierte Proben für das Mädchen und einer davon war erfolgreich. Die kolumbianische Niederlassung von Sony Music schloss einen Vertrag mit der 13-jährigen Shakira ab. Das Debütalbum der Sängerin mit dem Titel Magia wurde 1991 veröffentlicht und bestand aus 9 von Shakira geschriebenen Songs. Obwohl das Album gnadenlos floppte, gewann die Künstlerin in ihrem Heimatland an Beliebtheit. Das junge Mädchen hat sich zum ersten Mal verliebt. Der Junge von nebenan, Oscar Prado, wurde ihr Liebster. Aber nach ein paar Jahren verblassten ihre Gefühle allmählich. Im Februar 1993 vertrat Shakira Kolumbien bei einem Musikfestival in Chile, wo sie den 3. Platz belegte. Interessanterweise war eines der Jurymitglieder der 20-jährige Ricky Martin, der seine Stimme ihr gab. Im März desselben Jahres erschien das 2. Album der Sängerin Peligro, das genauso wie das vorige ein kommerzieller Misserfolg hatte. Zu diesem Zeitpunkt war Shakira von sich selbst enttäuscht und entschied sich, eine Pause von ihrer Musikkarriere einzulegen, um die Schule zu beenden. Da wurden die ersten Alben von Shakira zurückgezogen und gelten seitdem nicht als offiziell, sondern eher als Werbung. Nach ihrem Schulabschluss zog das Mädchen mit ihrer Mutter nach Bogotá, Kolumbien, wo sie 1994 die Hauptrolle in der Fernsehserie El Oasis, einer kolumbianischen Neuinterpretation der Geschichte von Romeo und Julia, spielte. Und das Titellied auch mitsang. Übrigens war dies nicht der erste Auftritt von Shakira auf dem Bildschirm. Zuvor hatte sie kleine Rollen in verschiedenen Fernsehserien. Dann wollte Sony den Vertrag mit der Sängerin auflösen, aber diesen Moment präsentierte sie das Lied Don Testas Corazón, das sofort ein Hit wurde. Daraufhin wurde beschlossen, Shakira eine weitere Chance zu geben und ihr 3. Album Pies Descalzos zu finanzieren, das 1995 in Lateinamerika und ein Jahr später in den USA veröffentlicht wurde. Das Album erreichte sofort die Chartspitze. Es wurde mehr als 5 Millionen Exemplare verkauft. Das Album enthält 11 Songs, darunter die Single Estoy Aquí. '96 ging die Sängerin auf eine internationale Tour und war die erste Kolumbianerin, die den Übersee eroberte. Im selben Jahr gewann Shakira die Billboard Latin Music Awards in der Kategorie Das Album des Jahres und das Video des Jahres und der beste neue Künstler. 1997 wurde bekannt, dass die Sängerin eine Beziehung mit dem Schauspieler Oswaldo Rios hatte. Die Geliebten hielten ihre Romanze geheim und traten nur selten gemeinsam in die Öffentlichkeit. Obwohl das Paar als das Schönste in ganz Lateinamerika bezeichnet wurde, dauerte ihre Beziehung nur 8 Monate. Danach trennten sich ihre Wege. Interessant, dass ihr damals die Rolle von Helen im Film The Masked Zorro angeboten wurde, die sie jedoch ablehnte, da sie ihrer Meinung nach nicht so gut Englisch sprach
Die Rolle bekam die Schauspielerin Catherine Zeta-Jones. 1998 veröffentlichte sie ihr viertes Album Donde Están Los Androides, was auf Deutsch Wo sind die Diebe heißt. Die Idee des Albums kam nach einem Vorfall am Flughafen, als Unbekannte einen Großteil von Shakiras Material stahlen. Darunter gab es auch Texte zu neuen Liedern, sodass Shakira die Arbeit an den Alben neu beginnen musste. Das Album erreichte Platz 131 in Billboard 200 Charts und hielt sich 11 Wochen lang auf Platz 1 in den Top Latin Album Charts in den USA. Von den 11 Titeln wurde Ciega Sordomuda zum beliebtesten, vor allem bei den Mädchen, die Shakiras Stil zu imitieren begann, indem sie ihre Haare auf die gleiche Weise flechteten. Seitdem wurde weltweit mehr als 7 Millionen Exemplare verkauft. Davon allein 1,5 Millionen in den USA, was das Album zu einem der meistverkauftesten spanischsprachigen Alben in den USA machte. 1999 wurde Shakira zum ersten Mal bei den Grammy Awards in der Kategorie Best Latin Rock Album nominiert und gewann kurz darauf den MTV Music Award in der Kategorie Best International Artist für den Song Ojos Así. Mit demselben Lied trat die Pop-Diva bei den Latin Grammy Awards auf, wo sie in 5 Kategorien nominiert wurde, von denen sie 2 gewann. Zu dieser Zeit kam nicht nur ihre Musikkarriere in Schwung, sondern auch ihr Privatleben. 2000 ging Shakira mit dem Anwalt Antonio de la Rúa, dem Sohn des damaligen argentinischen Präsidenten, aus. Der Mann wurde nicht nur Geliebter der Sängerin, sondern auch ihr Geschäftsleiter. Im Jahr 2001 veröffentlichte Shakira ein Live-Album, das sie während ihres Auftritts bei MTV Unplugged aufgenommen hatte und das sich 5 Millionen Mal verkaufte. Der kommerzielle Erfolg des Albums kam auch durch eine Grammy-Auszeichnung in der Kategorie Best Latin Pop Album zustande. Nachdem sie solche Höhen erreicht hatte, entschied sich die Sängerin, die internationale Szene zu erobern und veröffentlichte im selben Jahr ihr 5. Studioalbum und auch ihr erstes englischsprachiges Album. Laundry Service mit 13 Songs, von denen Objection und Whenever, Wherever besonders beliebt wurden. Der 2. Song erreichte Platz 6 in den US Hot 100 und machte Shakira nicht nur weltweit bekannt, sondern wurde auch zu ihrem Markenzeichen. Viele Fans der Sängerin waren unglücklich darüber, dass ihre Lieblingssängerin ihre authentischen Volkslieder gegen amerikanische Popmusik eingetauscht hatte. Das Album gewann jedoch viele Preise und wurde mit über 20 Millionen verkauften Exemplaren das erfolgreichste Album ihrer Karriere und ist es bis heute. Ende 2002 ging die Sängerin auf eine 6-monatige internationale Tour, bei der sie mehr als 60 Konzerte in der ganzen Welt gab und rund 72 Millionen Dollar einnahm. Am Ende der Tournee veröffentlichte sie ein Live-Album mit 10 Titeln, Live and Off the Record, das 2004 Platz 1 in den amerikanischen Charts Top Music Video erreichte. 2005 veröffentlichte Shakira ihr 6. Album Fiación Oral Volume 1 auf Spanisch. Das Album wurde 11-mal mit Platin ausgezeichnet und erhielt 15 Preise, darunter einen weiteren Grammy. Es hatte auch einen kommerziellen Erfolg. In Mexiko zum Beispiel war die gesamte Auflage des Albums schon am ersten Tag ausverkauft. Unter den 12 Liedern des Albums wurde das leidenschaftliche Duell mit dem spanischen Sänger Alejandro Sanz, La Tortura, das erfolgreichste. In demselben Jahr veröffentlichte sie auch ihr 7. Album Oral Fixation Volume 2, das eine Fortsetzung ihres vorigen Albums war, aber nur englischsprachige Lieder enthielt. Das Album hatte in den USA keinen großen Erfolg, aber die Single Hips Don't Lie, die zusammen mit Wyclef Jean produziert wurde, war ein richtiger Erfolg und wurde zu ihrem meistverkauften Album seit 10 Jahren. Oh, baby, 2006 ging Shakira auf eine einjährige Tour, die längste und umfangreichste ihrer Karriere. Sie hatte ganze 116 Shows in 37 verschiedenen Ländern. 2007 sang sie mit Beyoncé den Song Beautiful Liar, der in den Billboard Hot 100 einen Rekord aufstellte, da die Single von Platz 94 den Platz 3 erreichte, was bisher der höchste Aufstieg in den Charts war. Anfang 2008
stand Shakira auf Platz 4 in ihrer Forbes-Liste der bestbezahlten Künstler. Und einige Monate später unterzeichnet sie einen 10-Jahres-Vertrag im Wert von 300 Millionen Dollar mit Live Nation, einem großen Künstlermanagement-Unternehmen. Im folgenden Jahr wirkte Shakira in der Fernsehserie Ugly Betty mit, wo sie sich selbst spielte und veröffentlichte ihr 8. Studioalbum She Wolf, dessen gleichnamige Single in Lateinamerika die Spitze der Charts erreichte und weltweit erfolgreich wurde. Gleichzeitig wurde bekannt, dass in ihrem Privatleben nicht alles rund lief. Und nach 11 Jahren Beziehung trennte sie sich im gegenseitigen Einverständnis von Antonio. Während dieser Jahre hat das Paar nicht geheiratet. Wie Shakira in vielen Interviews erklärte, ist eine rechtgültige Ehe nicht so wichtig für sie. Einigen Berichten zufolge war Shakira jedoch nicht glücklich mit dem Ehevertrag, den der Vater ihres Liebhabers von ihrer verlangte. Die Befürchtungen waren nicht unbegründet. Denn einige Jahre nach der Trennung verklagte Antonio die Künstlerin und forderte ganze 100 Millionen Dollar Entschädigung für seinen Beitrag zu ihrer Musikkarriere. Zum Glück aber wies das Gericht die Klage ab und der Ex-Freund der Pop-Diva bekam kein Geld. Im Jahr 2010 produzierte die Künstlerin ihre eigene Parfümlinie mit 3 Düften, As by Shakira, Dance und Love Rock. Und in demselben Jahr durfte sie den offiziellen Song für die Fußball-Weltmeisterschaft, die in Südafrika stattfand, aufnehmen. Der folgende Song Waka Waka war ein Erfolg und erreichte die Top 20 der Weltcharts. Bei den Clip-Dreharbeiten lernte Shakira den spanischen Fußballverteidiger von Barcelona Gerard Piqué kennen, der sich in sie sofort verliebte. Sie konnten sich zum zweiten Mal nur bei den feierlichen Abendessen zu Ehren des Siegesteams sehen können. So gab Piqué zu, dass er die Meisterschaft gewonnen hat, nicht nur für den Titel, sondern auch um die Pop-Diva noch einmal zu sehen. Seit diesem Zeitpunkt hatten die Prominente eine Romanze, aber die Wahrheit darüber wurde erst ein Jahr später bekannt. Die Geliebten hatten am gleichen Tag Geburtstag, aber Shakira ist 10 Jahre älter als ihr Freund. Im Herbst 2010 stellte die Sängerin der Öffentlichkeit ihr 9. Studioalbum Sail El Sol vor und ging danach auf eine internationale Tour. Der Song Locker gefiel den Fans am besten. Crazy, 2012 nahm sie an der amerikanischen Show The Voice teil und ersetzte Christina Aguilera als Jurymitglied. Mit Shakiras Auftritt stiegen auch die Einschaltquoten der Show deutlich an. Und die Pop-Diva selbst verdiente 12 Millionen Dollar für ihre Teilnahme an der Show. In der Zwischenzeit erreichte die Beziehung der Künstlerin zu Piqué eine ganz neue Ebene und im Jahr 2012 zog Shakira zu ihrem Geliebten nach Barcelona und brach ein Jahr später einen Sohn Milan zur Welt. Das Familienleben änderte auch Shakiras Karrierepläne. Wegen der Geburt ihres Kindes musste sie die Veröffentlichung ihres 10. Albums Shakira, an dem sie seit 2011 arbeitete, auf 2014 verschieben. Eines der Songs des Albums wurde von ihr für die Weltmeisterschaft überarbeitet und der Titel La 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 mit Kalina Brown wurde zum zweiten musikalischen Stück der WM. La, 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 2015 brachte Shakira ihren 2. Sohn zur Welt, der Sascha genannt wurde. Im darauffolgenden Jahr gab sie in Animationsfilm Zootopia einer Gazelle ihre Stimme. Was interessant ist, sah ihre Figur ursprünglich anders aus, aber auf ihren Wunsch wurden die Hüften der Gazelle vergrößert. 2017 erschien das 11. Album der Sängerin El Dorado. Der größte Hit war der Titel Chantaje, der mit dem kolumbianischen Sänger Maluma aufgenommen wurde. Die Platte brachte Shakira ihren 3. Grammy ein, sodass sie die einzige lateinamerikanische Künstlerin wurde, der dies gelungen ist. 2018 ging die Sängerin auf Welttour und 2020 trat sie zusammen mit Jennifer Lopez in der Halbzeitshow des Super Bowl live auf, die von 103 Millionen Menschen live verfolgt wurde. Derzeit macht die Sängerin weiter Musik und arbeitet an ihrem nächsten Album. 2022 veröffentlichte sie die Single Don't You Worry, eine Zusammenarbeit mit Black Eyed Peas und David Guetta. Es wurde auch bekannt, dass sich Shakira und ihr Lebensgefährte im Juli 2022 trennten und die Pop-Diva nach einem Gerichtsverfahren das volle Sorgerecht für ihre Kinder erhielt.
Nach einigen Berichten waren die zahlreichen Seitensprünge des Fußballspielers der Grund. Shakira und ihre Kinder werden in Miami leben, wo Piqué ihre Söhne besuchen kann. Bis heute wird das Vermögen der Pop-Diva auf 300 Millionen Dollar geschätzt, die sie durch Musik, TV-Projekte und Werbeverträge verdient hat. Shakira war in Werbespots für solche Marken wie Pepsi, Activia, Pandora, Oral-B, Nokia, Sony Ericsson, für das Spiel Angry Birds und viele andere zu sehen. Und im vergangenen Jahr verkaufte sie die Rechte zur Veröffentlichung von 145 ihrer Songs an eine britische Investmentfirma. Nach einigen Berichten hat das Geschäft einen Wert von mehr als 100 Millionen Dollar. Die Künstlerin besitzt weltweit teure Immobilien. 2012 kaufte die Sängerin zusammen mit Piqué ein Haus in Barcelona für ganze 5,8 Millionen Dollar, in dem das Paar zusammen mit seinen Kindern auch lebte. Die Terrasse des Gebäudes ist mit Orangenbäumen bepflanzt und das Haus verfügt über mehrere Schlafzimmer, ein Wohnzimmer und eine Bibliothek. Bevor sie den Fußballer traf, lebte Shakira in Miami. Die schneeweiße Villa wurde von der Sängerin im Jahr 2001 gekauft. Das Gebäude ist 800 Quadratmeter groß und verfügt über geräumige Küche, ein Wohnzimmer, 6 Schlafzimmer und ein Zimmer mit allen Auszeichnungen. Zum Gelände gehört auch eine Terrasse mit Bar und einem großen Swimmingpool. Vor einem Jahr bot die Künstlerin ihre Immobilie für 11 Millionen Dollar zum Verkauf an. Shakira besitzt auch ein Haus in Kolumbien, eine Villa auf Zypern und die Insel Bonds Cay auf den Bahamas. Das letzte wurde von der Sängerin zusammen mit ihrem Freund im Jahr 2005 für 16 Millionen Dollar gekauft. Auf dem Gelände sollte ein Erholungsgebiet entstehen, aber der Geschäftsplan, der einen Wert von etwa 485 Millionen Dollar hat, wurde noch nicht verwirklicht. Die Pop-Diva besitzt außerdem eine ganze Reihe von Autos, darunter einen Audi A7 Sportback, einen Mercedes-Benz SLK 250, einen Tesla Model S, einen BMW X6, einen Audi Q7 und einen Mercedes-Benz SL 550 für 115.000 Dollar. Shakira besitzt auch ein Privatflugzeug. Die Sängerin gibt einen großen Teil ihres Geldes für wohltätige Zwecke aus. Ende der 90er Jahre gründete sie eine Wohltätigkeitsstiftung, der sie 50% ihrer Gagen spendet, um Waisenkinder und sozialen benachteiligten Familien zu helfen. Sie spielte sogar die Hauptrolle in einem Champagner-Werbespot und spendete alle 660 Millionen Dollar, die sie verdiente, für den Bau von 2 Schulen in Kolumbien und in Haiti. Sie ist außerdem UNICEF-Botschafterin und hat letztes Jahr zusammen mit Prinz William einen Dokumentarfilm Repairing of Planet gedreht. Shakira erhielt 2011 einen Stern auf den Hollywood Walk of Fame und wurde 2013 zu einer der mächtigsten Frauen der Welt ernannt. Es wurden Barbie-Puppen mit ihren Bühnengestalten herausgegeben und in ihrer Heimat Kolumbien steht zu Ehren der Pop-Diva eine Metallstatue. All dies zeigt, dass Shakira es geschafft hat, nicht nur kommerziellen Erfolg in ihrer musikalischen Karriere zu erzielen, sondern auch die Liebe von Millionen Fans zu gewinnen. Und gefällt Ihnen diese kolumbianische Sängerin? Liked bitte das Video und abonniert den Kanal, um nichts zu verpassen.